So. Jetzt beginnen wir ein neues Thema. Und zwar, erinnern Sie sich, wir haben uns mal in bestimmten Aufgaben mit der folgenden oder mit Aufgaben folgender Form befasst hier. Die sahen folgendermaßen aus. A hoch E ist kongruent irgendwas modulo m. Wir wollten wissen, wir haben eine Potenz gehabt und wollten wissen, diese Potenz ist denn letztlich welche Restklasse im Modulo M, zu welcher Restklasse gehört die? Eine Aufgabe dieser Form war zum Beispiel 3 hoch 160. In welcher Restklasse ist eigentlich 3 hoch 160 Modulo 10? Das war die Frage gewesen, was ist eigentlich die letzte Dezimalstelle von 3 hoch 160? Also welchen Rest lässt 3 hoch 160, wenn ich durch 10 dividiere? Das heißt, was ist die letzte Dezimalstelle? Wie hatten wir diese Aufgabe gelöst? Wer erinnert sich an den Trick, den wir verwendet hatten? Was musste man da machen? Was musste man machen? Wie konnte man diese Aufgabe lösen? Ja? Ja, ich wiederhole es laut, mit den Potenzen. Die Potenzen konnte man vereinfachen und dann entsprechend einfachere Restklassen finden. Ne? Wie könnte man das jetzt hier in dem Beispiel machen? 3 hoch 80. Genau, das ist dasselbe wie 3 hoch, machen wir es mal Schritt für Schritt, 2 mal 80. Und das ist dasselbe wie 3 hoch 2 hoch 80. An der Stelle haben wir nochmal die Rechenregeln für Potenzen wiederholt. Wie geht's weiter? Ja, machen Sie weiter. Ja, ist dasselbe wie 9 hoch 80. Neun ist dasselbe wie minus 1, genau, hoch 80. Und dann? Minus 1 hoch 80 ist 1, genau. So. Das heißt, man hat hier so umgestellt, dass man eine Zahl extrahiert hat, die 9, die so eine einfache Restklasse hatte oder eine andere Zahl, die letztlich denselben Rest lässt, sodass das Rechnen stark vereinfacht wird. 9 ist kongruent minus 1 und 9 hoch irgendwas ist kongruent minus 1 hoch irgendwas und minus 1 hoch irgendwas lässt sich ziemlich einfach ausrechnen. Viel einfacher als 9 hoch irgendwas. Das war der Trick gewesen, hier in irgendeiner Weise eine 1 rauszuholen. Ähnliche Geschichte ist die folgende. Nehmen wir mal 3 hoch 61. Welchen Rest lässt denn 3 hoch 61 modulo 8? Was kann man da machen? Ja. Das ist 3 hoch 161, ist kongruent zu A. Sie sehen schon, ich muss jetzt die 3 einmal rausziehen. Das ist 3 mal 3 hoch 160. Warum haben Sie die 3 einmal rausgezogen? Genau, Sie wollten einen geraden Exponenten haben, um dann die 2 wieder rausziehen zu können. Richtig? Das heißt, dann haben wir hier 3 mal, also ich kürze das mal ab, 3 mal 9 hoch 80. Wie kann man dann weitermachen? 3 mal 1 hoch 80. 9 ist nämlich zufällig, glücklicherweise, 1 modulo 80. Modulo 8, Entschuldigung. So, und dann kommt raus 3. So. Super, genau. Zweimal haben wir folgenden Trick angewendet. Wir haben versucht, die Potenz derart umzuformen,
dass man auf einen Ausdruck hier innen drin kam, der kongruent war zu 1 oder minus 1. Sie erinnern sich auch, das ist nicht immer gelungen. Wir hatten einen Fall mit irgendeiner Aufgabe, da war das echt schwer, da hat man rumgerechnet und rumgerechnet und rumgerechnet. Aber das ist auch nicht immer einfach. Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. 11 hoch 182 ist kongruent was? Modulo 19. So, jetzt fängt man an, ne, das zu überlegen, wie kann ich das herumrechnen und so, wie kriege ich da irgendwas raus, was kongruent 1 ist oder minus 1, modulo 19. Können Sie ja mal mit befassen. Machen wir jetzt nicht, weil es dauert. Ne? Man rechnet rum und rechnet rum. Und letztlich wäre es doch schön, wenn man irgendeinen Anhaltspunkt hätte, irgendeine Regel oder irgendeine Hilfe, die einen relativ schnell auf Ausdrücke führt, die kongruent 1 oder minus 1 modulo m sind. So. Wir werden uns jetzt mit einem Satz befassen, der einem genau dabei hilft. Also, und zwar speziell Ausdrücke zu finden, die kongruent 1 modulo m sind. Also Potenzen, die kongruent 1 modulo m sind, sind interessant, weil diese Potenzen einem zum Beispiel dabei helfen, diese Dinge hier umzuformen. Also wir sind daran interessiert, zu wissen, wann ist ein Ausdruck, eine Potenz eigentlich kongruent 1 modulo m. Wenn Sie wissen, wie man sich solche Potenzen herleiten kann, dann können Sie solche Ausdrücke schneller umrechnen. Das ist die Idee dahinter. Und genau das machen wir jetzt. Dazu brauchen wir vorbereitend ein paar Überlegungen nochmal oder ein paar Wiederholungen. Ein paar Sachen rufen wir uns jetzt gerade nochmal in Erinnerung. Nämlich Folgendes. Wir hatten ja Rechenregeln bezüglich der Kongruenzrelation uns überlegt und festgestellt, dass die Division eine Sonderrolle spielt. Also Sie wissen, wenn A kongruent B modulo M ist, dann können Sie auf beiden Seiten das Gleiche dazu addieren, auf beiden Seiten dasselbe abziehen, auf beiden Seiten dasselbe multiplizieren. Aber Sie können nicht immer auf beiden Seiten das durch dieselbe Zahl dividieren, sondern nur in bestimmten Fällen. Wer erinnert sich, welche Bedingungen gegeben sein muss, dass ich jetzt hier schreiben kann, dann ist auch A kongruent B modulo M. Also ich darf beide Seiten durch C teilen und die Kongruenz bleibt erhalten. Was war die Bedingung hierfür? Der M und C müssen Teil davon sein, das heißt, der DDD ist 1. Genau. Wenn das gilt und wenn der GGT von C und M gleich 1 ist, dann kann man daraus folgern, dass auch A kongruent B modulo M ist. Also, ich darf zwei Zahlen, die kongruent sind bezüglich modulo M, nur durch eine Zahl dividieren, die teilerfremd ist zum Modul. Dann bleibt die Kongruenz erhalten. Das hatten wir uns mal überlegt. Wir haben zwei Zahlen gegeben, A kongruent, also x kongruent y modulo m, dann dürfen Sie x und y jeweils durch irgendein c teilen und dann ist das Ergebnis auch jeweils kongruent, aber nur wenn c und m teilerfremd sind. Das ist eine ganz wichtige Überlegung, die brauchen wir jetzt bei den folgenden Dingen. Außerdem, eine Sache, die ich noch wiederholen wollte, hatten Sie gerade sozusagen beiläufig mit erwähnt. Zwei Zahlen heißen teilerfremd, genau dann, wenn der größte gemeinsame Teiler von beiden 1 ist. Es gibt keinen weiteren Teiler, gemeinsamen Teiler außer den trivialen Teiler 1. Dann sind zwei Zahlen teilerfremd.
Und auf dieser Basis definieren wir uns jetzt mal eine Funktion. Und zwar die Eulersche Phi-Funktion. Phi-Funktion. Und zwar ist Phi einer natürlichen Zahl m die Mächtigkeit einer Menge. Und zwar betrachte ich mal folgende Menge. Alle x aus den natürlichen Zahlen, für die gilt, x liegt zwischen 1 und m. Also x liegt irgendwo im Bereich zwischen 1 und m, 1 und m eingeschlossen. Und GGT von x und m ist gleich 1. Ich betrachte alle Zahlen, die zwischen 1 und m liegen und die Teiler fremd sind zu m. Und die Mächtigkeit dieser Menge ist Phi von m. Phi ist also die Anzahl der zu m teilerfremden Zahlen. Ja. Ist dieses x kleiner gleich m? Ja. Müsste das nicht nur kleiner als m? Könnte man an der Stelle auch sagen, ja. Aber m fällt halt raus. Also man kann man so oder so definieren. Vielleicht möchte man die 1 auch noch mit haben. Also, dass man auch Phi von 1 bestimmen kann. Dann sollte x kleiner gleich m sein, wenn m 1 ist. Ja? Ansonsten haben Sie hier ein Problem mit 1 kleiner gleich x kleiner 1. Sie möchten auch Phi von 1 definieren, dann nehmen wir den Rand mit rein. Ansonsten haben Sie recht, fällt m natürlich immer raus. Also, wenn wir größer 1 sind, können wir auch schreiben kleiner m. Okay, machen wir mal ein Beispiel, oder? Was ist ein Phi von 6? Überlegen Sie mal, Phi von 6. Ja. Hm? Also Z7 wäre das dann. Phi von 6, weil das sind die Zahlen 1 bis 6. Wir wollen jetzt wissen, wie viele Zahlen zwischen 1 und 6 sind teilerfremd zu 6? Ne? Alle x, die zwischen 1 und 6 liegen, deren GGT mit 6 gleich 1 ist. Bitte? 1, 3 und 5. Richtig, 1, 3 und 5. Ja? 3? Moment. 1? Hier wird es gesagt 1, 4 und 5. Ja? Ja, genau. Aha, jetzt haben wir uns hingearbeitet. Ne? Die 1 und die 5 sind teilerfremd zu 6. Die 2 ist nicht teilerfremd zu 6, die 3 nicht und die 4 nicht. Ne? 4 und 6 haben den gemeinsamen Teiler 2 noch. Also, nur die 1 und die 5, das heißt jetzt, Phi von 6 ist 2. Es gibt 2 teilerfremde Zahlen in dieser Menge. Okay? Nehmen wir noch mal eine andere, nehmen wir mal Phi von 8. Phi von 8 ist, überlegen, ja? 4, nämlich warum? 1, 3, 5 und 7 sind teilerfremd zu 8, keine weiteren Zahlen in diesem Bereich, also kommt 4 raus, genau. Was ist Phi von 19? Phi von 19
Ja? 18, genau. Wie sind Sie da so schnell drauf gekommen? Richtig. 19 ist eine Primzahl. Alle Zahlen zwischen 1 und 19 sind teilerfremd zu 19. Na? Sonst wäre es keine Primzahl. Die 19 selbst ist nicht teilerfremd zu 19, deswegen sind es nur 18 Zahlen und nicht 19. Weil wir die 1 auch noch hier oben mit dabei haben wollen. Genau. Ansonsten habe ich gesagt, können Sie, wenn Sie jetzt nur m größer gleich 2 betrachten, könnten Sie hinten noch kleiner m schreiben. Ne? Aber, ja, also wenn Sie jetzt irgendeine Primzahl haben, m oder p als Primzahl, was können wir dann allgemein sagen, wenn wir eine Primzahl haben? Phi der Primzahl ist was? Ja? Genau, p minus 1. So. Also wir wissen, p minus 1 Zahlen sind teilerfremd zur Zahl p. In diesem Sinne aus dem Bereich. Also Zahlen, die kleiner sind als diese Primzahlen. Alle Zahlen, die kleiner sind als die Primzahl, sind teilerfremd zu der Primzahl. So.